Willkommen im Hentai-Traum von Super Paper Mario. Wir kämpfen gegen einen riesigen Blooper und wir müssen seinen roten Tentakel erwischen, oder? Ja, zerstören, am besten zerstören. In der Luft zerfetzen, ja? Ach ja. Wir wollten doch nur das große Meer überqueren. Wir hatten doch keine Ahnung, was da alles auf uns wartet. Alter, wir wollten doch nur Europa erreichen. Ja, okay. Irgendwie sowas in der Richtung. Da ist es! Greift es an. Ich glaube, das war nicht ganz so von Erfolg gekrönt. Und ich glaube, die bessere Wahl wäre da auch Bowser, der sich im letzten Part unserer Truppe angeschlossen hat. Die Frage ist, welches Teil ist jetzt das Angreifbare? Oder... wann kommt es raus? Komm schon, zeig es dem Herrn, zeig es dem Bowser. Bowser macht dich fertig. Ich glaube, wenn wir angreifen, geht er auch wieder schneller zurück. Komm raus! Ja, natürlich erstmal hinter den anderen verstecken, ne? Blub! Blub, 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 blub! Nein, nicht dort, bitte nicht! Überall, aber nicht dort! Warum soll der rote Tentakel wehtun? Ich meine, was ist so besonders an dem roten Tentakel? Ist der Rot-Tentakler oder kann er irgendwie nur Dinge mit dem roten Tentakel greifen? Das könnte ich verstehen. Oder er schreibt mit dem roten Tentakel, ja. Das würde es sein. Er ist Rot-Tentakler. Thaddeus Tentakel. Nein, andersrum. Bowser. So. Okay. Und richte deinen Freund Thaddeus auch nochmal schöne Grüße aus, ne? Vielleicht wird er ja auch irgendwann mal gebraten. Ist ja in den neueren SpongeBob-Folgen gar nicht mal so unhäufig der Fall. Beziehungsweise, dass ihm irgendwas passiert, das ist nicht so unhäufig der Fall. Das ist eigentlich sehr traurig, weil Thaddeus ist so eine... Ist in den neuen SpongeBob-Teilen immer so... Ist in den neuen Folgen immer so, ich weiß nicht. Dem wird zum Beispiel der Zeh aufgerissen. Das ist so gruselig, das ist ekelhaft und gruselig. Oder der zieht sich die Augenbraue ab. Ah, blub. Der versucht sich die Augenbraue zu zupfen und dann zieht er sich die ganze Haut ab. Das, also ich meine, komm. Ich meine, die Idee an sich ist doch schon sehr, ja, makaber. Ich verstehe nicht, warum man sowas dann auch noch animiert, ey. Oder gibt es da so einen Storyboard-Artist, der denkt sich sowas aus und dann sagt er sich, oh, ich stehe bei euch, ne? Ich bin Storyboard-Artist. Und das macht er jetzt in der Episode, ja? Das animiert er sehr schön. Und die Animatoren, ne? Die sitzen davor, die zeichnen und die finden das einfach selbst so richtig ekelhaft. In SpongeBob gibt es ja auch voll oft diese Szenen, wo sie so nah ranzoomen. Die waren früher recht cool, aber ich habe das Gefühl, ey, das ist... Ich weiß nicht. Die Helden hatten den Mega-Blooper besiegt und das Meer durchschwommen. Dem Meer entgegen sahen sie bereits die Silhouette von Fort Conrad. Mit leiser Stimme sagte Prinzessin Peach, es wird bereits dunkel. Als sie jedoch nach oben blickten, sahen sie, dass sie sich im Schatten eines riesigen Baumes befanden. Mario mit dem Gefühl, den Weg zu wissen, marschierte direkt auf den Baum zu. Und damit beginnt Kapitel 3.3. Den Baum hinauf! So. Was wollte ich sagen? Okay, kein Dialog, das ist sehr schön. Das ist Sandys Baum. Erinnert mich auch so ein bisschen an so ein SpongeBob-Spiel, muss ich sagen, wo man so Sandys Baum hoch muss. Ja, das ist sehr interessant. Da werde ich vielleicht auch irgendwann mal zeigen oder Let's Play, was weiß ich. Das würde auch gar nicht mal so kurz sein, also gar nicht mal so lang sein. Das würde vielleicht maximal 5 Parts haben, das Projekt. Das ist zum Teil echt traurig. Bowser, nicht so schnell. Ich müsste dazu wissen, wohin. Ich meine, klar, den Baum hinauf. Wir wechseln mal zu Peach, weil sie deutlich erfahrener in der Luft ist. Alter. Dabei hatten wir dreifachen Schaden. Alter, ich hasse das. Das ist so unkontrollierbar, wenn man so schnell ist. Ja, auf jeden Fall. Diese nah rangezoomten
Aufnahmen sind gar nicht mehr so schlecht, aber ich habe auch das Gefühl, in vielen Cartoons, das habe ich irgendwo schon mal gesagt, ist es so, dass man einfach sowas zu so einem Hauptstil macht. Ich mag das zum Beispiel überhaupt nicht, wenn so Personen, also so Cartoon-Figuren, voll die haarigen Arme haben. Also wirklich so haarige Arme. Und jedes einzelne Haar ist dann so schön draufgezeichnet. So nach dem Motto, ja, wir machen Details, aber nein. Das ist einfach nur, das sieht scheiße aus. Das sieht so unsauber aus. Ne? Nicht, dass Haare an sich unsauber. Ich werde jetzt einfach mal zu Mario wechseln. Das kann jetzt nicht sein. Wichsköpfe, ey. So, und jetzt kommen wir nämlich höher. Jetzt können wir mit Peach nämlich weiter. Ne, also ich finde das halt immer so richtig ekelhaft. Ich mag das sowieso nicht, wenn man zu viele Details einbaut. Ja, ich meine, ist sehr schön und gut, wenn man Details hat, aber man sollte als Charakterdesigner, ne, gerade wenn es um gezeichnete Charaktere geht, sollte man wirklich sehr schlicht sein. Man sollte nicht so viele Details einbauen. Weil sonst, das muss man ja in jedem Frame wiederholen. Wobei heutzutage, ne, da haben wir ja alle Flash-Animationen und so weiter, ne. Was heißt, man kann ganz einfach sagen, gut, ich setze einen Keyframe und später wird der woanders hingesetzt. Irgendwie sowas in der Richtung. Nein, nein, Peach! Oh, nerv nicht. Ne, und später, dann läuft das so richtig smooth, ne. Ich weiß nicht. Das ist immer so eine Sache. Ich meine, Flash-Animationen können gut umgesetzt werden. Sie können sehr gut umgesetzt werden. Nur sind sie es meist nicht, weil Flash-Animationen an sich ja sehr wenig Frames schon bedarfen. Also sie brauchen halt sehr wenig Frames. Da ist es einfach nur so... Oh, Kacke. Einfach nur so... Du brauchst irgendwie nur so einen Arm, so einen Teil von einem Arm und den kannst du dann so animieren, wie du willst. Wie so eine Puppe. Ich weiß nicht. Und dann kommen auch echt teilweise so richtig lächerliche und billige Resultate zustande. Zack. Ich zeige es dir. Hier. Kleine Prinzessin macht dich alle. So. Ich auch. Ach, der dreht sogar um deswegen. Voll schlimm. Kannst du bitte sterben? Dankeschön. Ich will deine Punkte. Ja, deine jetzt nicht unbedingt. Das ist sehr komisch. Eine vollgewucherte Tür. Vielleicht kann sie ja Bowser aufbrennen. Fums. Yes, Bowser, du bist geil. Also nicht sexuell, sondern es ist sexuell anziehend, aber... Sehr hilfreich. So, dann geht's jetzt weiter. Ach ja. Hallo? Ich würde schon sagen. Machen auch direkt mit Mario weiter. Wobei ich glaube, hier in dem Baum wird er gar nicht mal so benötigt. Ich glaube, hier ist der Fokus eher auf Peach und Bowser gelegt. So, schön, dass er kaputt ist. Ich will ein neues Level haben. Kommt schon. Wird doch langsam mal Zeit, oder nicht? Da habe ich nichts gegen. Einmal ganz nach oben. Okay, wir haben irgendwas hier umgeswitcht. Irgendwas ist jetzt rot. Die Blöcke. Achso, diese Blöcke. Ja, das ist sehr passend. Ah! Boah, wie hießen die denn nochmal? Ich weiß nicht, wie die hießen. Die waren auf jeden Fall sehr nervig. Die können einen einschläfern und dann angreifen. Also beziehungsweise, wenn man dann in der Nähe ist, wird man von denen angegriffen. Oh, ich mag den Baum. Der Baum ist nett. Ciao, Junge. Ich wollte dich umbringen. Oh, für die Leiter. Vielleicht sollten wir hier unten nochmal einen Schalter drücken und dann nach oben gehen. Ich meine, das ist nur logisch. Hä? Und die Grünen fallen runter, oder wie?
Okay, das habe ich jetzt noch nicht ganz so raus. Ciao, ciao, ciao. Okay. Hä? Suseltränen. Die heißen Suselwusel, oder? Oder nee, Suselwusel. Ich weiß gar nicht mehr, wie hießen die denn? Ich guck mal kurz. Nein, ich wollte nur scannen. Verdammte Scheiße, deswegen habe ich nicht bewegt. Hallo, nein. Die machen mir auch Schaden, das ist das Dämliche. Hallo. Hammer, geht es noch? Ich hab doch hier extra... Boah, du regst mich auf. Ich will dich scannen, Junge. Fick dich. So. Wieso funktioniert das Teil nicht? Hallo? Ich glaube, ich muss die Batterien auswechseln, oder? Ich mach das mal eben, okay? Hä? Ach, boah, ich bin ein Idiot, ey. Ja, Leute, ich bin ein Idiot. Wir haben ja gar nicht Tippi. Die scannt ja immer die Gegner. Ich bin ein Idiot, aber ich habe jetzt wenigstens mal die, Dingens ausgewechselt, die Batterien. Ich denk so, ey. Er sagte mir ja die ganze Zeit, dass die Batterien so langsam den Geist aufgeben und so weiter. Denke ich natürlich erstmal daran. Wir kommen auf jeden Fall hier hoch. Ja, vielleicht müssen wir da oben anders weiter. Und zwar mit der Dreidimensionalität, das kann ja auch sein. Ich glaube, hinter dem Stein ist sogar, hinter diesen Blöcken hier, ist ein Schalter. Nee, eine Röhre. Ja gut, damit komme ich auch zurecht. Ist vollkommen in Ordnung. Ja, natürlich können wir mit, nur mit Tippi solche Sachen herausfinden. Sehr kritisch, ja. Dass die KP niedrig sind, das hört man am Ton hoffentlich. Wir können uns aber hier schmal machen, oder? Können wir hier nicht Plateau nehmen und dann einfach stehen bleiben irgendwann? Ja, ja, dazu müsste man einfach mal stehen bleiben, ne? Das wäre eine Maßnahme. Ey, das ist so geil. Ich mag Plateau. Plateau ist sehr gut, ja. So. Dann können wir hier nämlich nochmal die Richtung wechseln. Es dauert halt nur ein bisschen länger, ne? Komm schon, die Bewegung. Nein! Nein! das ist bitter. Komplett wieder zurückgesetzt zu werden. So. So geht das doch, ne? So. Ich will mal Folgendes ausprobieren. Achso. Ah, okay. Wenn wir springen, dann sind wir nicht mehr platt. Das habe ich nicht gewusst. Boah, ist irgendwie kühler geworden bei mir hier gerade. Oh, ne. So Susel-Scheiß-Ding. Niemand kann dich leiden. Dass der mich dann auch immer wieder trifft, ne? Hier auf jeden Fall eine Bombe. Ein Kavumso. Ist aber schön, dass man hier jedes Pixel, also so ziemlich jedes Pixel, nochmal verwenden muss. Du? Verwende Kavumso erneut. Ach so. Ich finde es ein bisschen schade, dass man hier direkt mit der Lösung kommt. Ich meine, klar, irgendwann wird es einen auffallen, weil unten braucht man Kavumso und damit kann man eigentlich... Kann man ihn nach Belieben einsetzen, aber komm. Ist das nicht ein bisschen einfach? Ich will zu Peach. Die Peach kann nämlich gleiten und die ist... Oh gut, jetzt wäre es eigentlich auch nicht mehr so nötig. So. Ne, jetzt kommen wir nämlich hier lang. Zu Kettenhunden! Ja! Kettenhunde! Kettenhunde sind toll! Wir lieben Kettenhunde! Peach kann auch direkt mal erstmal ein paar Bomben werfen. Bringt das so viel? Ja, doch, tatsächlich. Haben nur 4 KP. Ich habe vielleicht, ich hatte die Idee, dass vielleicht Bowser ein bisschen mehr Schaden macht. Indem er drauf springt, weil er ist Bowser, er ist ein bisschen stärker. Aber dem scheint ja nicht so zu sein. Peach 2 Karte. Wow, es gibt 2 Peaches, oder wie? Ist es das, was du mir sagen willst, Spiel?
Wurde ich die ganze Zeit betrogen? Ist es nicht die Realität? So. Da wollen wir rein. Ja. Also das ist jetzt hier irgendwie Part, ich glaube 14 ist das, ne? Boah, keine Ahnung, 13, 14. Und es wird langsam auch wieder mal Zeit. Nein, ich will dich umbringen. Dann habe ich dich nämlich später nicht. Vielleicht mit Mario? Können wir uns hier... Das ist komisch. Ja, machen wir es halt einfach so, ne? Kavumjo. So, und dann können wir hier einfach rausgeschoben werden, ne? Das ist sowas von logisch. Natürlich. Boah, ich weiß nicht. Also, ich habe irgendwie dazu das Gefühl, durch die Hitze wird es ein bisschen schwieriger. Natürlich, es wird schwieriger aufzunehmen, wenn es heiß ist. Das dürfte klar sein. Allerdings, ich weiß nicht, wie sich das Ganze auf das Projekt auswirken wird. Es kann sein, dass ich hier wirklich am Rad drehen werde. Gerade durch diese Klimaveränderung. Ja. Ach so, und jetzt kann ich wieder nach unten und... Ja, natürlich. Macht doch nur Sinn. Hallo? Stampfattacke vielleicht oder... Plateau. Plateau hat einen Platten. Kann vielleicht... So, wenn ich stehe, kann ich auch einfach stampfen. Das wusste ich auch noch nicht. Also wenn man ganz normal rumsteht, kann man auch einfach 1 drücken und dann macht er die Stampfattacke. Das wusste ich nicht. Nee, das ist jetzt sehr nützlich. Werden wir uns auf jeden Fall für spätere Parts merken, ne? Vielleicht sogar für Bosskämpfe. Wenn so ein Gegner auf uns zukommt und wir dann einfach katschu, dann kommen unsere Ninja-Moves zum Einsatz. Ninja-Moves. Dann kommen unsere, Power Ranger-Kräfte zum Einsatz, natürlich. So. Da bist du ja endlich. Oder letztlich. Dementio. Was sucht er denn hier? Ich glaube, er will uns auch aufhalten. Verspätungen passen gar nicht zu dir. Der legendäre Held. Ich kannte dich vom großen Bartträger-Festival. Ich bin ein treuer Diener von Graf Knickwitz. Meister der Dimensionen, Liebling des Publikums, mein Name lautet Dementio. Ja, und dich werden wir fertig machen. Entzückend, meine armen Opfer endlich persönlich kennenlernen zu dürfen. Aber wir haben uns doch schon gesehen. Ich meine, in der Wüste, erinnerst du dich nicht, in den Ruinen? Ich habe eine ganz spezielle Überraschung vorbereitet. What? Wie wäre es mit Magie? Voila, wir sind jetzt in... Eigentlich müsste ich den so französisch sprechen. Wir sind jetzt in Dimension D. Eine von mir geschaffene Dimension. In diesem verdrehten Reich sind meine Angriffe 256 mal so effektiv. Ja, mit Zweierpotenz. Jetzt bin ich noch mächtiger. Ich könnte dich bereits mit einer Bewegung vernichten. Nun, es ist fast 12 Uhr in der Dimension D. Zeit für ein Duell. Oh mein Gott. Kampf gegen Dementio. Damit hätte ich nicht gerechnet. Nö, jetzt eigentlich... Ja gut, er hat sich angekündigt bei Graf Knickwitz, ne? Aber Mario hat jetzt wahrscheinlich nicht damit gerechnet. 256 mal stärker, oder? Ja, der Typ, der scheint es ernst meinen zu wollen, indem er einfach ein paar Kugeln auf uns schmeißt. Oder Schneeflocken. Das sind die tödlichsten Schneeflocken von allen, Leute. Das will man nicht miterleben. Oh. Kleine nette Boxen? Ja. Pantomime ist auch noch. Was keiner weiß. Komm her, Dementio. Wir machen dich fertig. Selbst du. Du hast keine Chance gegen uns, gegen die Helden. Ich finde, Dementio ist ein sehr interessanter Charakter. Das kann ich schon mal so sagen. Gut, das sind die meisten Handlanger von Knickwitz, aber... Meister der Dimensionen, ja, das ist schon mal so eine Sache.
Deine Treffer fühlen sich wie Aufschläge eines kleinen Presslufthammers an. Wie ist das nur möglich? Diese Dimension macht mich 256 mal stärker. Wie bitte? Diese Dimension macht auch dich mächtiger? Das war natürlich nur ein Zeitvertreib für mich, der genauso verlief, wie ich mir das vorgestellt hatte. Hast du dich auch amüsiert? Das war nur eine Einleitung. Unser nächstes Treffen wird für dich Achttakter des Verderbens. Meine Güte. Bis bald, bärtiger Freund. Wie, was gibt's dazu? Mayo. Also er natürlich auch erstmal, Vielleicht noch ein bisschen mehr. Sie sind stark, aber sie müssen noch stärker werden, bevor sie den Grafen treffen. Ich muss sicherstellen, dass sie bereit sind, wenn der Moment gekommen ist. Und jetzt versteht ihr vielleicht, warum er so mysteriös ist. Nicht nur wegen seiner Dimension D, weil er so ein Dimensionswarper ist, sondern allgemein, weil er Dimensio ist. Nee. Weil er sich sehr komisch verhält. Boah, Lakitu, musst du in jedem Drecksspiel nerven? Boah, Junge, ey. Ich hasse dich, du! Ich würde Dimensio sagen, wenn wir den gerade getroffen haben. Ich hasse Lakitu. Alter, komm jetzt schön auf die Fresse, ey. Alter. Ich hasse Lakitu. Gerade wenn sie oben in der Luft... Oh, Alter, wollt ihr nicht... Es ist eine Tagung hier, ne? Oh, ein roter Wind. Von dem wurde uns berichtet. Tap, tap, tap. Wir folgen dem Wind... Und dann fahren wir in die Röhre. Wubididu. Oh, da will ich auch nochmal hin. Das ist vielleicht was Nützliches. Ein Geldblock. Ein Geldblock. LOL. Ja, ich hasse LOL. LOL ist so ein Wort, das ist so ein Internetwort, das ich einfach nicht mag. Haben wir ein Maximum an Münzen oder wie? Das werde ich irgendwann mal herausfinden. Ich glaube, wir haben bei 299 ein Münzenmaximum, kann das sein? Egal. Kapitel geschafft. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Super Paper Mario. Jetzt wird uns hoffentlich erstmal angeboten zu speichern, oder?